So. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Datenschutz, der Kollege Höferlin hat es gesagt, ist schon ein seltsamer Begriff. Wir wollen ja keine Daten schützen. Wir schützen Menschen vor dem Missbrauch ihrer Daten. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Grundrecht informationelle Selbstbestimmung genannt, weil die Menschen eben selbst darüber bestimmen sollen, was mit ihren Daten geschieht. In den 80er Jahren war der Staat der einzige Akteur, der zu viel über uns wissen wollte. Wir haben damals vor dem gläsernen Bürger gewarnt. Und wir haben uns nicht so viel Gedanken gemacht über den Adresshändler, der unsere Adresse bei einem Preisausschreiben gewonnen hatte. Waren ja auch nicht so viele. Heute im Zeitalter der Digitalisierung machen wir uns übrigens immer noch Gedanken über den neugierigen Staat. Und ich denke zu Recht, denn wenn ich mir die Gesamtschau der Überwachung anschaue, die das Bundesverfassungsgericht angemahnt hat, dann haben wir da allen Grund dazu. Im privaten Bereich gibt es aber mittlerweile viel mehr über uns zu wissen als nur die Postadresse, die irgendwo gehandelt wird. Was immer wir online erledigen, ob wir was suchen, was kaufen, ob wir Serien schauen, mit allem hinterlassen wir Spuren im Netz und wir machen uns damit ziemlich durchschaubar. Meinungsumfragen sagen, 80% der deutschen Bevölkerung finden das beunruhigend. Sie wollen sich davor schützen können, was da ohne ihr Wissen, ohne ihr Einverständnis an Daten gesammelt wird. Weil Daten keine Grenzen kennen, wurde mit der Datenschutzrichtlinie 1995 ein erster Versuch gemacht, das Datenschutzrecht in der EU zu harmonisieren. Die Richtlinie wurde aber sehr unterschiedlich umgesetzt, zu einem Flickenteppich nationaler Regeln, der eben kaum durchsetzbar war. Eben schon gar nicht gegenüber den globalen Playern. Die haben gesagt, ihr mit eurem komischen Datenschutz, den verstehen wir gar nicht. Die Datenschutzgrundverordnung, die anders als die Kollegin Kotas falsch verstanden hat, die ist nicht vor zwei Jahren, heute in Kraft getreten, am 25.05., sondern bereits vor zwei Jahren. Wirksam geworden ist sie jetzt. Die will das ändern. Als unmittelbar geltendes Recht erlaubt sie nur wenige Sonderwege. Die Ausrede vom Flickenteppich gilt also nicht mehr und die wird auch nicht durch 16 Landesdatenschutzbeauftragte wieder aufgeweicht. Dazu kommen drastisch erhöhte Bußgelder, alle haben es gehört, 20 Millionen Euro oder bis zu 4% vom weltweiten Jahresumsatz. Da kommt dann schon was zusammen. Ansonsten hört man jetzt, hat sich an den Pflichten von Privatleuten, Unternehmen und Institutionen nicht viel geändert. Wer bisher sich schon datenschutzkonform verhalten hat, ja gut, aber wer hat es schon? Das muss man ja einräumen. Auch wir Abgeordneten waren da nicht besser, selbst vermutlich die Kollegen von der FDP, die letzten vier Jahre und auch diese zwei Jahre Übergangsfrist ja in anderen beruflichen Verwendungen waren, haben da nicht nachgezogen. Ich weiß also sehr gut, da draußen und hier drin gibt es viele, die Vorteile eines endlich durchsetzungsfähigen Datenschutzrechts jetzt nicht im Vordergrund sehen, die ich hier aufmale. Sie sehen den für viele undurchschaubaren Aufwand, den Sie als Verein oder als Unternehmen mit Ihrer Website, mit Ihrem Online-Shop treiben müssen. Das kostet Mühe, das kostet Geld, es macht auch vielen Angst. Und ja, manche Beratungen, die sind Ihr Geld nicht wert, sondern die schüren mehr Unsicherheit, als dass sie Hilfestellung geben. Und auch von denen, die aus Verunsicherung politisch Kapital schlagen wollen, liebe Frau Kollegin, wird viel Blödsinn erzählt. Alle Beispiele, die Sie genannt hatten, haben mit Datenschutzgrundverordnung komplett nichts zu tun. Dazu kommt natürlich die Angst vor den Bußgeldern. Ich bin mir aber sicher, der Staatssekretär hat es gesagt, die Datenschutzaufsichtsbehörden werden die mit Augenmaß umsetzen und sie haben das Gebot der Verhältnismäßigkeit ohnehin anzuwenden. Bei erkennbarem Bemühen um den Datenschutz nix Willkür werden Sie auf einen Fehler erst mal hinweisen und sagen, wie es besser zu machen ist, denn Sie haben in Ihrem Aufgabenkatalog nicht nur die Aufsicht, sondern auch die Beratung stehen. Ich sage also, die Datenschutzgrundverordnung ist kein Grund zur Panik, aber sie ist ein guter Anlass zum Aufräumen. Naja, wer räumt schon gerne auf? Aufräumen heißt hier, dass wir uns bewusst machen, welche Daten besitzen wir, welche Daten brauchen wir und insbesondere natürlich personenbezogene Daten. Der Kollege, der vom Datenrecht gesprochen hat, das ihm offensichtlich fehlt, der spricht ja von nicht personenbezogenen Daten. Die sind von der Datenschutzgrundverordnung gar nicht betroffen. Bitte immer schön auseinanderhalten. Wir müssen aufräumen in der Frage, welche personenbezogenen Daten brauchen wir, auf welche können wir verzichten und wie gehen wir mit dem Rest um. Im Idealfall sollte dieses Aufräumen zu mehr Datenqualität führen. Und weil übrigens das sichere Aufbewahren auch zu unseren Pflichten gehört, führt die Datenschutzgrundverordnung auch zu mehr Datensicherheit. Insgesamt also klingt es für mich nach einem Gewinn. Ich räume ein Versäumnis. Das tue ich natürlich nicht gerne. Wir haben nicht nur die letzten zwei Jahre in unseren eigenen Pflichten ein bisschen
geschlafen, so wie alle anderen, und räumen jetzt vielleicht noch ein bisschen auf. Nein, wir haben es leider auch verpasst, dieses wunderbar durchsetzungsfähige Datenschutzrecht mit einer Kampagne unter die Leute zu bringen. Und zwar mit einer, die sie aktiv bei der Umsetzung unterstützt. Wie wir überhaupt viel zu oft Gesetze machen, ohne dafür zu werben und auch die Mittel und die Wege für die Umsetzung bereitzustellen. Ich kann dafür nur, letzter Satz, ich kann nur dafür plädieren, dass wir das bei der Ausstattung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz in der Haushaltsberatung 2019 in Ordnung bringen und unser Versäumnis damit ein Stück weit wieder gut machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Esken. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Anke Domscheit-Berg.